Hallo zusammen. Ja, zunächst Mod-Vorstellung. Hi, nein. MTZ 1221. Mod-Größe wäre bei diesem guten Stück. Ja, 21,4 MB. Und es wäre bei dieser Version, wo ich jetzt hier gerade drauf habe, die Version mit der Nummer. Ja. Das ist gut, dass ich das weiß, gell? Kann jetzt gerade gar nicht sagen. Ja, das ist jetzt noch im Titel. Genau, müsste aber normalerweise die 1.0 sein. Genau. MTZ 1221 Belarus, um es genau zu sagen. Ist es hier? Der kleine hier, bei den Mitteltraktoren zu finden, hat 130 PS. Design, kann ich lesen. Ja, ihr seht ja hier mit Front, mit Schmutzlappen oder nicht. Wir machen mal mit. Frontlader, wer es möchte, kann es machen. Ich lasse mal weg hier. Wir mieten uns den guten. So, er hat wie gesagt keine Fehler. Linke schöne Unterschreibung, wie immer. So, das ist er. Sieht schon ein bisschen dreckig aus, ein bisschen gebraucht aus, aber egal. Ja. Ja, schon ziemlich, ich glaube, das ist schon ziemlich gut gebraucht und gut fertig. Aber das heißt ja noch lange nichts bei den Traktoren. So hört er sich an. So, das Männchen, der eine Fuß wird bewegt. Der hier, der wird bewegt. Der andere nicht. Genau. Der Rechtszeiger funktioniert. Da ist auch eine Digitalanzeige drin. Er läuft nicht gleich los in der Kurve, er ist auch eine Digitalanzeige drin. Lenkrad dreht sich. Oh. Vorne bewegt sich auch was im Motorraum, wir gucken uns das gleich an. Aber stabil ist. Ja, geht eigentlich. So. Oh. Okay. Ah ja. Ich glaube, ihr seid selber. So. Aber der Sound ist schon heiß irgendwo. Lenkrad dreht sich auch. Nur mal kurz, ob das hier auch funktioniert. Ich rechne ja, ich rechne schon damit. Haben wir da angeschlossen, Stromkabel funktioniert also auch gut. Ach, das geht ja gar nicht, weil er hat ja keinen Frontlader, keinen Fronthydraulik. Müsste aber wahrscheinlich trotzdem. Jo. Schläuche stecken auch drin. Funktioniert auch. So, wir gucken uns mal schnell aus der Nähe nochmal an. Hier sieht man das Rädchen. Es läuft ein bisschen ruckelig, aber es läuft. Also der Lüfter läuft. Hier vorne sieht man jetzt gar nichts von dem Rädle, beim Lüfter. Hier sieht man wieder ein bisschen was. Na, nicht schlecht. So. Ah, der mittlere Zeiger links tut auch sein Teil dazu.
Okay, was kann man hier noch machen? Irgendwas geht, aber ich weiß nicht was. Okay. Hier könnt ihr jetzt zum Beispiel auch, ja, passt der Anhänger nachher auch besser rein. Also der Anhänger drüben, nicht der Pferdeanhänger, der andere Anhänger, der würde dann hier jetzt besser ankuppeln. Also von dem her, rechte Maustaste hoch und runter. Kommt das dabei zustande? Das ist gut, das passt, das ist in Ordnung. So, gucken wir mal in die Nacht rein. So, einmal Licht, zweimal Licht, dreimal Licht. Adrich hinten. Fertig. Und innen drin. So. Einmal Licht, zweimal Licht, dreimal Licht. Hier oben ist nichts beleuchtet, hier auch nichts. Dafür ist das Display beleuchtet. Blinker hört man hier drin auch. Okay. Gut, machen wir das wieder aus. Ja, Blinker sieht man hier zwei, das passt. Hier passt auch. Dann der auf der Seite passt auch. Und der auf der anderen Seite, das passt auch. So. Hupe. Okay, das zu dem würde das Zielhupe, würde ich mal sagen, wieder passen. Genau. Gut. Der Sound hat schon was. Oh. Das wollte ich eigentlich nicht. Genau. Gut. Wem es gefallen hat, Däumchen nach oben. Wem nicht, dann nicht. Link wieder in der Beschreibung unter drinne. Ja. Würde ich sagen. Viel Spaß mit dem Mod und bis zum nächsten. Ciao.